Und auf geht's in die First Round. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich bin gespannt, ob die Playing Ducks hier gegenhalten können. Dignitas ist natürlich mit dem Lineup jetzt das erste Mal wirklich im Einsatz. Aber zum anderen denke ich, dass... Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass MSL durchaus schon mit einigen der Leute hier gespielt hat. Dementsprechend wird das vielleicht nicht so eine Riesenumstellung sein. Die Playing Ducks müssen sich anstrengen. Aber es ist eine Map, da kann viel passieren. Die Flash war sauber. Ja, die hat verhindert, dass Pimp hier wirklich auch noch Schaden macht. Eigentlich Standard, aber sowas kann man gerne mal auch vergessen. Oder vielleicht im falschen Moment dann eben nicht genau hundertprozentig sauber ausspielen. Und dann kann es passieren, dass da eben jemand abzielt von kurz. Gerade in den späteren Runden wichtig, wenn man dort... Und dort eben auch eventuell AWPs zu stehen hat, offensiv. Wenn man direkt den ersten verliert. Eisig, schön aufgepasst. Kann sich den zweiten auch schnappen. Und dann sitzt Kazuya in der Smoke. Der hofft natürlich, dass er da ein bisschen durchpushen kann. Aber auch der wurde in der Mitte abgefangen. Kirby down. Tizian, der letzte Verbleibende, hat den Fake hier genutzt, um Richtung A zu kommen. Weil ich denke, das war nur der Gedanke, irgendwie zu blenden. Wirkt nicht so, als hätten sie dort auch die Runde im Sinn gehabt. Das war vielleicht ein bisschen gefährlich, da offensiv zu legen. Konnte trotzdem die Bombe noch durchblenden. 1:0 Dignitas. Aber die gelegte Bombe, die macht es natürlich möglich, dass man dann in der nächsten oder nach einer Eco dann schon direkt kauft. Und ich denke, das werden die Ducks hier auch geplant haben. Werden wahrscheinlich jetzt voll sparen, um nächste Runde dann, wie gesagt, mit AKs anzutreten, wo es eben geht. Oder vielleicht die ein oder andere Galil, wenn es jetzt nicht so reicht, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen unbedingt da auch die Granaten oder ähnliches. Jetzt kriegt Pim zu tun. Den ersten nach hat verhindert, dass da noch jemand in die TDW hüpft. Weiß aber nicht, dass Tizian da vielleicht auch noch steht. Jetzt ist Tizian natürlich bekannt da unten. Flawless Anti-Eco. Aber das war nicht anders zu erwarten, dass da nicht viele Chancen vorhanden sind. Hier gerade auf dieser Map mit vielen großen Distanzen. Dass man da mit der Glock nicht so weit kommt. Das ist normalerweise eben der Fall. Also da macht die Glock auf den Helm ungefähr 40 Schaden. Oder vielleicht sogar noch weniger auf diese große Distanz. Dementsprechend die Chancen relativ schlecht, dass man damit eine Runde holt. Oder auch nur den einen oder anderen Frag. So, jetzt geht's in die erste Waffenrunde, wie erwartet. Die Playing Ducks haben früh gekauft. Beispiele sind blind, die konnte er gut nutzen. Dann hätte eigentlich den Kev auch haben können. Eins gegen eins getauscht. Ein leichter Vorteil natürlich für die Dänen, aber das ist nicht unbedingt so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die Flash hat wunderbar gesessen, hätte ein kleines bisschen sauber geschossen, dann hätte das funktioniert. Auch hier wieder Flash ist gut gegengearbeitet. Kev hat ein bisschen unglücklich seinen Mate über den Haufen geschossen. Offensichtlich nicht ganz im Bilde, wo der da rumrennt. Lang. Sie versuchen dann dementsprechend nochmal mit einer Eco. Tech 9 gibt natürlich einiges her, aber Kerber hat sauber geschossen. Backup ist unterwegs. Pimp hat ihn auf dem Blick. Im Blick.
Sehr fleißig am Klicken. Hat sich ein kleines bisschen zu viel angelegt in der Mitte. Kriegt dementsprechend die Quittung von den Playing Ducks. Counter-Terrorists win. 4 zu 0, Dignitas. Erneuter Versuch. TFP, der Dax zieht da unten an. Das könnte ein Duell werden. Mal gespannt, wie sehr sich Nico damit anlegt. Kleiner Fake Jump. Flash kam gut. Tizian hat den unten in der Mitte. Die Fake Jumps haben Nico offensichtlich so lange abgelenkt, dass er etwas unvorsichtig wurde, was das Cut das unten abdecken angeht. Das haben sie gut gemacht. Flash kam auch rüber. Nico hatte keine Chance, ihn zu wehren. Und so, die Jungs von Dignitas hier direkt in Unterzahl geraten. Bin mal gespannt, ob man daraus auch dann einen Vorteil ziehen kann oder vielleicht auch eben eine Runde. Glück in der CD-Base vielleicht versuchen, aber da hat er eben schon mal als Backstabber auch fungiert. Darum steht er ein bisschen. Ah, ist in die AWP gelaufen. Smoke lag nicht ganz sicher. Hätte vielleicht einen kleinen Tick weiter rausgeworfen. Dann hätte es vielleicht gereicht, dass MSL ihn ja nicht hätte einsehen können. Pimp jetzt damit beschäftigt, den A-Spot zu verteidigen. Zwei Leute haben sie mitgenommen, bevor die Bombe geblendet werden kann. Hey, sie kommt nach. Tja, bei 2 gegen 2 Situation. Das ist noch holbar für die DAX. Was? Kazuya. Und Kirby, sauber, 1 zu 4. Die Playing Ducks mit der ersten Runde. Es wurde Zeit. Möglichkeiten waren schon mal da, aber die haben sie hier wunderbar genutzt. Und die, den, alles andere als optimal ausgespielt, die Runde. Die frühe Unterzahl, wo sie Nico in der Mitte verloren haben. Das hat ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen, wie es aussieht. Das war der eine Spieler, der dann am Ende gefehlt hat. Kirby, jawohl. Kazuya geht aus dem Spiel. Ich hoffe, dass es keine großen Probleme gibt. Crispy Richtung lang. Tizian auch Mitte raus. Nico hat rechtzeitig rübergezogen. Aber jetzt wissen sie, dass nur noch ein Spieler auf dem A-Spot sein kann. Und den kann man theoretisch wirklich über den Haufen rennen. Das müssen sie gemeinsam machen, dass sie dann nicht riskieren, ihm mehrere Einzelduelle zu geben. Flash hat gut gesessen. Pimp hat sich in der CD-Base dann nicht vernünftig positionieren können. Jetzt ist die Bombe durch. Alles richtig gemacht bisher von den Ducks. Nico. Also vielleicht ein bisschen zu weit raus. So müssen sie es in Tour und Tour richten. Pimper Crispy gespottet. Der hat den ersten. Careful im Refrag. 1 gegen 1. Ich könnte jetzt eigentlich sogar ein bisschen auf Zeit spielen. Flash ist das gut. Hat Nico auf jeden Fall ein bisschen verzögert. Der muss jetzt raufpushen Richtung Spot 20 AP. Kev hat ihn. 4 zu 2. Die Pause, die haben sie drin gelassen, obwohl er rechtzeitig wieder da war. Ich weiß nicht, ob das nur ein Fehler war oder ob es da noch mehr Probleme gab. Kirby hat auf jeden Fall Unpause relativ schnell geschrieben.
Der hat gut aufgepasst. Und in der Mitte versucht Isaac sein Glück. Der hat zumindest einen gepickt, aber es wird wahrscheinlich die Runde hier nicht ändern. Pip ist vielleicht eher derjenige, der ein bisschen Einfluss haben kann, aber steht auf der falschen Position dafür. Blank Duck sind unterwegs Richtung Lang. Wir haben Nico auf kurz. Ich weiß nicht, ob er Kazuya da unten gehört hat. Ah, geht er down. Pimp versucht sein Glück immer noch, aber die Runde, die sollte durch sein. Sollten die Playing Ducks hier ohne Probleme runterspielen können. Ist niemand mehr unterwegs Richtung Spot. Jetzt stand die AWP. Ich denke, das Duell wird Pimp auch gerne eingehen, wenn er es denn bekommen sollte. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Also 4 zu 3. Durchaus gibt es immer wieder Möglichkeiten. Die Playing Ducks haben immer wieder Chancen, dass sie auch eben dann es geschafft, Dignitas in die Eco zu zwingen. Nico wird die Scout erben. Bin mal gespannt, ob er dabei bleibt. Sieht stark danach aus. Er hätte sicherlich lieber eine AWP in der Hand. Aber das ist es ihm offensichtlich nicht wert, da auf alles zu verzichten, nur um die AWP spielen zu können. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal Scout sehen. Auch hier wieder ziemlich lange unten offensiv unterwegs. Ich weiß nicht, ob er da einen Step gehört hat. Crispy ist relativ weit weg, aber man hätte es hören können. MSL kann zwei Leute an B ausschalten. Die Ducks hatten es versucht mit dem Contact Go. Ich nehme an, hätten sie dort einen Pick gesetzt, dann wäre es draufgegangen Richtung B. Jetzt müssen sie ein bisschen umstrukturieren. Crispy auf kurz. Hat ihn gesehen. Und er hat jetzt auch die Berechtigung, hier ein bisschen was zu riskieren. Darf durchaus das mal versuchen. Gegner ist deutlich in Überzahl, da hat man dann Legitimation, auch riskante Dinge zu spielen. Hauptsache, es bringt irgendwo einen Pick. Die Dänen spielen das wirklich defensiv aus. Wollen hier kein übermäßiges oder unnötiges Risiko eingehen. Gleich zu tun. Ups, da hat seine Waffe rausgeschaut. Von der AWP abgeziert. Daisy kann sich nochmal durchsetzen. Kev jetzt zugeschlagen. Aber es ist zu spät. Sie haben zu viel Schaden gemacht. Nico mit der Scout macht es dicht. 5 zu 3. Und momentan ist das hier noch nicht so richtig absehbar, in welche Richtung es geht. Dignitas spielt nicht unbedingt perfekt die CT-Seite. Immer wieder gute Aktionen und auch richtiges Gameplay versuchen, Überzahlsituationen sauber runterzuspielen und in Unterzahl was zu riskieren. Und Nico hat der Kirby erwischt. Und auf der anderen Seite nutzen die Playing Ducks auch diese Momente, wo sie dann einen Vorteil haben, auch wunderbar aus und haben bisher auch daraus Runden geschlagen. Schön von Kirby. Unten in der Mitte Tizian erfolgreich. Ob ihm das so unbedingt hilft, wenn man dann Smoke Richtung Citybase werfen könnte. Da ist sogar, da ist sogar noch eine vorhanden, aber die liegt nicht hundertprozentig. Nico hat deswegen ein bisschen Sichtfeld. Pimp auch. Spielt aber keine Rolle, denn MSL hat seine Position da dicht. Tech 9 nimmt er natürlich mit. Klar, wenn sie einem schon angeboten wird, dann lässt man sie nicht liegen. Schaut Richtung Lang und da kommt gleich Kev um die Ecke.
etwas nachlässig von Nico da nochmal reinzusteppen. Es war eigentlich klar, dass die Flash eine Bedeutung hat. Da nochmal reinzugehen und zu riskieren, dass man gepickt wird. Das war auf jeden Fall zu übermütig. Das könnte Dingfest hier vielleicht die A-Deckung kosten. Die Flash hat wunderbar gesessen, das haben sie bisher schon ein paar Mal gemacht. Und immer wieder kam Dignitas damit nicht wirklich klar. Warum auf dem Spot, da steht Kerbei. Ja, Zeit für Pimp sich zurückzuziehen. Aus dem Sichtfeld der AWP zu laufen. Da um die Ecke steht er sich bereit. Ja, bereit ist übertrieben. Kämpfer hat ihn gehört. Er hat ihn. Hat ihn aber viel AP gekostet. Nur noch 20 Hitpoints. So, beigelaufen an allem. Oh je, wie kann das denn passieren? 5 Sekunden. Also, Dignitas hat offensichtlich den A-Spot gesichert. Und jetzt müssen wir natürlich durch die AWP von Kev noch durch. Erste Frag hatte. Und jetzt in den 101. Also, das meinte ich vorhin. Nicht unbedingt perfekt ausgespielt. Dignitas hat immer wieder Einzelduelle zugelassen. Und das beißt jetzt so ein kleines bisschen. 4 Frags schon. Als wäre das Ace mit der AWP. Und selbst wenn nicht, die Zeit läuft und das sollte ein Easy Frag sein. Schönes Ace von Kev. Nutzt die Gelegenheit, die ihm Dignitas dort präsentiert hat. Wunderbar aus. Und rettet seinen Jungs die Runde. Und damit sollte er die Dänen, naja, nicht unbedingt in die Eco geschickt haben, aber zumindest ihnen sehr, sehr viel Geld abgenommen haben. Das ist jetzt das letzte bisschen, was da noch im Portemonnaie vorhanden ist. Sollten sie die nächste Runde verlieren, dann heißt es Echo für Dignitas. Also bisher überzeugt mich jetzt hier die Leistung, die DAS-2-Leistung von Dignitas nicht unbedingt. Auch das und Nico, das war ziemlich offensiv. Muss man doch damit rechnen, dass früher oder später jemand auch die Mitte runterkommt. Da rechts steht jetzt, ja, den hat er rechtzeitig gesehen. Frag sitzt sauber. Niemand in der Nähe, der ihn hätte supporten können. Also ein bisschen Refrag-Situationen erzeugen. Das würde den Playing Ducks hier nicht schlecht tun. Okay, nochmal. Jetzt sollten wir ihn vielleicht ein kleines bisschen im Auge behalten. Scheint hier die treibende Kraft bei den Playing Ducks zu sein. Jawohl, da hat er den nächsten, 13 zu 7. Also die AWP hier auf jeden Fall die einflussreichste Position. Und auf der anderen Seite, da fehlt eben genau das. Nico findet noch nicht so ganz ins Spiel. Kein Hit. Steppt noch jemand rein. Und jetzt ist eben genau das, was wir eben angesprochen hatten. Dignitas muss jetzt erstmal sparen, muss schauen, dass sie wieder zu Geld kommen. Und ich weiß nicht, wenn Izzy da nicht noch einen Frag macht, dann wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt für eine AWP reichen. Das wird gesehen, sollte da sich nicht allzu sehr mit anlegen. Und ausschließen, dass da was langkommt. Also wissen sie, dass zwei Spieler, die er da glaube ich gespottet hat, mindestens unterwegs Richtung A sind, vielleicht Richtung Mitte verschieben. Das ist durchaus lesbar, was wir hier gerade sehen. Das ist gar nicht Kev, der da oben steht. Hat gedacht, die AWP zieht ihn ab. 6 zu 6 Ausgleich. Das hier sieht nach was Vorbereitetem aus. Kommen die Flashes und Smokes oben über lang. Kerber steht in der Grube. Hat aber trotzdem noch Sichtfeld. Refrag von Crispy sitzt links. Die Smoke nimmt natürlich seinen Mates die Möglichkeit, ein bisschen einzugreifen und ihn zu unterstützen. Dementsprechend hat
das Team der Dax hier lang eingenommen. Interessante Variante. Hier zwei Smokes geworfen, das Ganze so ein bisschen abzutrennen. Hat mir ganz gut gefallen. Sieht man nicht so oft. Ist auf jeden Fall was, wo sie sich ein bisschen Gedanken gemacht haben. Wieder auf kurz. Und wieder niemand in der Nähe fürs Backup. Arbeitet sich Kazuya noch vor. Links um die Ecke, da haben wir AZ. Das sollte kein Problem sein, wenn Kazuya nicht wirklich auch den Blick da in die Ecke wirft. Das ist natürlich eine bekannte Position, aber man kann da wirklich nur in eine Richtung schauen. Entsprechend keine Chance. Das war klar, dass es nur einer ist. Und jetzt gucken wir, ob Kev mit seiner AWP was ausrichten kann. Nein, geht direkt down. Pimper zum Blick. Pistole raus. Crispy tot. 7 zu 6. Ja, alles in allem, wie gesagt, Dignitas nicht unbedingt sicher, machen immer wieder große Fehler, auch die zu Runden führen. Die Playing Ducks können das relativ oft auch ausnutzen. Und 6 Runden sind nicht unbedingt so viel. Ich weiß nicht, wie sauber die Deutschen hier auf der CD-Seite spielen. Nico mit seiner WP nachgezogen und spätestens jetzt ist klar, dass man Richtung B nichts mehr versuchen muss. Also was sind die Dinge, die Erfolg gehabt haben? Das eine war natürlich die Runde von Kevs mit seiner AWP. Das spielt keine Rolle. Das ist eine Ausnahmesituation. Da kann man nicht wirklich drauf reagieren, was das angeht. Dann hatten wir Argos, die erfolgreich waren, nachdem sie lang eingenommen hatten. Das haben sie gerade versucht. Ist auch einmal schief gegangen. Vielleicht mehr über Kurz spielen. Vielleicht Pimp davon Kurz picken. Denn der ist relativ alleine unterwegs. Wenn man dann Refrag-Position hat. Da könnte man durchaus vielleicht ein bisschen was draus machen. Unten in der Mitte müsste man den Entry Frag bekommen und dann wäre da auch was möglich. Nico raufgezogen. Und nachdem die Blank Ducks jetzt zwei Runden lang den Fokus ein bisschen auf B-Spot gezogen hätten, könnte man vielleicht wirklich versuchen, auch den A-Spot anzugreifen. Nach Möglichkeit dann eben, indem man ein kleines bisschen Stress auf B gemacht hat, um vielleicht die AWP auch rüber zu locken. Das war jetzt schon der zweite Versuch von den Playing Ducks dort, mit drei Mann den B-Spot anzuzielen und anzuhalten. Das ist zweimal schief gegangen. Ich denke, das sollte man nicht nochmal probieren jetzt. Da kommt MSL auf.